Hallo und herzlich willkommen zu Fallout Shelter. Ich habe mal wieder ein bisschen Zeit vergangen lassen oder vergehen lassen. Heißt das so? Ich weiß nicht. Vergehen lassen. Es war, ich glaube, 8 Stunden oder so. Oder 9. Ich weiß gar nicht so genau. Ich guck mal, was da abgeht. Habe ich schon wieder Leute rausgeschickt? Ich glaube eher nicht. Aber wir schauen mal den Vault. Und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall müssen wir wieder Ressourcen sammeln. Dann gucken wir mal, wir müssen mal wieder ein paar Kinder zeugen. Am besten ein paar richtige Kinder. Ja. Gut, apropos Kinder zeugen. Da geht's los. Und sie ist jetzt erwachsen. Das bedeutet... Also theoretisch könnte ich sie rausschicken. Ja, die Zufriedenheit eines Bewohners habe ich jetzt erfüllt. Yep. Steige im Ödland auf. Entdecke 4 Orte. Guck mal. Guck mal, das ist doch genau das, was wir gesucht haben für sie. Wir haben zwar noch nichts. Hier kriegst du ein Red mit, falls du mal Probleme kriegst. Zack. So. Tschüss, beweg dich. Ja, sie ist jetzt schwanger. Wo habe ich sie eigentlich rausgenommen? Wo habe ich sie denn rausgenommen? Die Ruth, wo war die denn von? Die war doch hier vorne, ne? Die Ruth. Und er hier. Er war ja P. P ist hier, ne? Für Wasser. Ja, die Nahrung geht langsam wieder auf Flöten, ne? P ist ja hier unten, dann geht er wieder runter. Und sie geht... Sie hat erstmal einen Stufenaufstieg. Und die kann... Hat die eine Waffe? Ich weiß nicht, ich guck gleich mal, ob die eine Waffe hat. Wenn die eine Waffe hat, dann setze ich sie so lange nach vorne. Die wird ja sowieso schreien wegrennen, wenn gleich ein Raider kommt. Und ihr habt wahrscheinlich gemerkt, ich habe jetzt jeden Tag für jeden Tag schon mal eine Folge. Das heißt, ich mache jetzt die 5. Folge. Ich glaube, das muss die 5. jetzt sein. Die kommt dann am Samstag. So, Wasser haben wir wieder voll. Das ist schon mal gut. Wie viel haben wir hier noch? 25 Sekunden. Ja, dann haben wir das Essen auch wieder voll. Also es läuft so langsam. Wir müssen aber uns langsam überlegen, ein Lager zu beschaffen, um auch die Lagergrößen größer zu machen. Lagergrößen. Ja, egal. ich kann hier noch einen dran machen nachher. Oder soll ich das lieber 2 lassen? Oder nicht 2 lassen? Ich weiß das noch nicht genau. Wie ich das machen will. Ob ich da lieber 3 machen soll oder... Weil man kann nämlich 3 Sachen verbinden. Und das ist das eine große Einheit. Nun müssen da dann 6 Leute immer drin arbeiten. Ist das Strom da? Okay. Sie geht ins Ödland. Sie ist noch ein bisschen schwanger. Sie hat eine Waffe. Und zwar das Repetiergewehr. Warum habe ich das Jagdgewehr? Nimm doch das lieber. Stelle ich dann hier vorne hin. Die kann dann schon mal die Vorarbeit leisten. Ich muss mal eben gucken. Haben die Leute nur 2? Ach, die hängt. Die Hicks, die ist gut. Okay. Er ist auch gut, er hat auch 3. Das heißt, die beiden sind die Besten und die beiden nicht so. Haben wir denn Klamotten irgendwie? Ja, ja, stimmt. Wir haben noch eine ziemliche Klamotte. Wir haben noch eine geile Klamotte gekriegt, Alter. Wir haben noch kein Labor. Also eigentlich müssten man... Wir haben nur 530 Korken, hallo? Also das ist ja gar nichts. Und wir haben auch kaum... Ich muss ganz ehrlich gestehen, wo ich das erste Mal gespielt habe, da wurden mir die Koffer hier, also die Lunchboxen, zugeschmissen. Ja? Und wenn ich jetzt auf meine Sachen hier gucke... Korken, Korken, Korken... Keine Ahnung, ey. Steige im Ödland ein Level auf. Ja, da müssen wir gleich mal gucken. Da müssen wir gleich mal auf sie gucken, hier, die im Ödland ist. Die ist auf Level 1 und hat halt noch nichts, aber die ist ja auch gerade erwachsen geworden. Ja.
So. Ödland-Expedition hat begonnen. Und ich finde immer die Texte hier ganz kurios. Das ist wirklich so wie ein Tagebuch, aber auch irgendwie ganz lustig. Meine Füße tun schon weh. Die ist gerade losgelaufen und die Füße tun schon weh. Ist ja auch gerade erwachsen geworden oder was? Gefunden. Einen wilden Hund, der wütend knurrt. Ich muss den wilden Hund töten, bevor er mich tötet. Geschafft. Der wilde Hund ist tot. Okay. 200 EP erhalten. Infiziert. Ein furchteinflößenden Jaguar. Ah ja. Der Dingster kommt näher und ist bereit zum Angriff. Ich war verrückt, diesen, wen auch immer, anzugreifen. Hoffentlich kann ich ihnen entkommen. 2 Schaden gekriegt. Oh, ey, kriegt sofort auf die Fresse, ne? Wenigstens ist das richtig gutes Training. Das glaube ich auch. Ich gehe da lang. Entdeckt eine scheußliche kleine Maulwurfratte. Okay. Eine Maulwurfratte ist so gut wie tot. Der Maulwurfrat wurde getötet. Ey, cool. Das kann die also. Ist da drüben was? Autsch. Ein Krampf im Bein. Also ich werde dich jetzt nicht nach 4 Minuten zurückschicken, nur weil du einen Krampf im Bein hast. Augen zu und durch. Ja, ganz einfach. Getroffen. Einen flüchtigen Sklaven. Das sind ja wahrscheinlich so Geschichten, die dann wahrscheinlich immer drin vorkommen. Dem flüchtigen Sklaven wurde ins Bein geschossen. Er kommt nicht weit. Und jetzt schon 25 Gurken. Jawohl. Ich habe das Bein des Sklavens verbunden. Er kann wieder laufen. Ich wünsche ihm alles Gute. Vielleicht hat der Sklave ja auch noch was in den Taschen gehabt. Also, ich weiß ja nicht. Frische Spuren. Weiß aber nicht wovon. Ja, also wie gesagt, das ist wie so ein Tagebuch. Deswegen, ich mag da gern gucken. Ja, aber da müssen wir mal ein bisschen Zeit... Oh, Zeit verlaufen lassen. Yo, ein Feuer hier oben. Und die rennt schon wieder weg. Wir müssen mal kurz den Typen hier oben schicken. Einmal und zweimal kommen hier. Nein! Ja, kommt, Leute. Jetzt haben die 3 Leute das gemeistert. Ach, Mann, ey. Kann man nicht angehen, ey. Ja, gut, die Quests sind jetzt irgendwie für den Arsch. Die sind jetzt nur für die Dame da draußen. Ja. Na, schauen wir mal. Sammle 10 Waffen. Ich weiß nicht, ob die da 10 Waffen kriegt. Keine Ahnung. Weil sie hat halt kein Glück. Wenn sie kein Glück hat, dann kann sie auch nicht sammeln. Ich glaube, wir haben einfach die falsche Frau rausgeschickt. Aber ist ja auch egal. Wenn hiervon auf jeden Fall ein paar Leute groß sind. Ich würde sie ja lieber rausschicken mit, aber sie ist ja jetzt schwanger. Also kann sie nicht. Repetiergewehr. Ja, guck mal, sie hat eine abgesägte Schrift in 6 bis 7. Das ist ja wohl mehr als alles andere. Ja, und ich kann ihr schlecht hier, sie hat ja ein E, aber sie hat zumindest Ausdauer. Ist mal gut. Sie kann also weit kommen. Ich muss mal gucken, ob ich das Lager doch noch hinmache. Ja, warte mal. Ja, das mache ich natürlich nicht damit. Das mache ich hier, ne? Genau. Ich müsste eigentlich auch das hier bauen. Aber wir brauchen das Lager. Tut mir leid. Also wir brauchen das Lager echt. So, ich möchte das Lager hier hin. Gut, sehr gut, sehr gut. Wie ich das Lager jetzt ausbaue. Oh, kostet schon 7. Ja, ist okay. Ist voll okay. Ja, beruhig dich doch mal. Boah, 750, ey. Ja, da, wie haben wir denn immer am Anfang so viel Geld gekriegt? Ey? Wir haben immer so viel Geld gehabt. Jetzt auf einmal müssen wir uns hier die ganzen, das letzte Geld zusammensammeln. Ey. Das ist irgendwie krass.
Ja, aber auch nur, weil ich bei meinem ersten Spiel, was ich schon gespielt habe, habe ich halt schon so viele Karten gekriegt. Ich weiß nicht, wie das ist. Wenn dann. Wir können ja bei dem Spiel hier auch Quests erledigen. Aber dazu müsste man erst. Alter, rutscht schon nicht immer noch unten. Wir müssten natürlich hier ein Aufseherbüro haben. Dann können wir drei Leute losschicken und dann können die Quests für uns erledigen. Und es kann auch passieren, dass zum Beispiel, wenn jetzt die Dame, die jetzt gerade im Ödland unterwegs ist, dass die auf irgendwelche Gebäude stößt und dass wir dann da reingehen können. Und wir erkunden das dann selber, also wirklich selber. 25 Korken, was hat sie noch? Sie hat einen Maulwurf-Tack, den hat sie getötet. Gestoßen auf eine Raider-Gruppe. Oh, eine Raider-Gruppe. Die hat Raider getroffen, nicht Twix. Ha. Okay. Die Leute terrorisieren. Versuche mich von ihnen zu verstecken. Okay, die Raider haben mich entdeckt. Mist. Ich musste weglaufen. Ein Schaden hatten. Ah. Entdecker-Tagebuch. Neuer Eintrag. Power-Rüstung existieren noch, aber sind selten. Bieten maximalen Schutz. Ja, so eine Rüstung muss ich haben. Also irgendwann. Vielleicht haben sie ja auch irgendwann. Aber dazu müsste ich die Leute erstmal ausbilden und dann, ne, dafür, damit sie ganz viel Glück kriegen. Hab ein komisches Gefühl. Aber als ob mich wer beobachtet. Ja, das bin ich. Hallo? Ich warte mal. Was ist das da drüben? Ja, und? Wir sind überrascht oder wir sind ganz gespannt, was sie jetzt findet. Wahrscheinlich kriegst du gleich wieder eins aufs Maul. Ein altes Krankenhaus wurde anscheinend leergeräumt. Oh, schade. Mann. Find doch mal was. Ehrlich. So, Wasser ist auch wieder gut. Hier steigt jemand im Level auf, hier unten auch. Finde ich super. Natürlich sollte immer alles gleichmäßig sein. Also derjenige, der im Raum hier die höchste Stufe hat. So viel Level kommen dann auch zum Beispiel die Tiere aus dem Boden. Ich hatte es ja auch schon mal gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir noch war, wo ich den Spielstand hatte. Ich glaube, ja. Da kamen Maulwürfe aus dem Boden raus. Ich dachte immer, da kommen Kakerlaken raus. Da kam irgendwann so ein Maulwurf raus. Ja, beim anderen Let's Player zum Beispiel, da kamen sogar Skorpione aus dem Boden. Alter. Da würde ich aber wegrennen. Würde ich nicht mehr. Also wenn ich da arbeiten würde. Sonst nicht. So. Wir brauchen Kohle. Also Geld. Damit wir die Station bauen können. Ich muss mal gucken, wer hat am meisten I. Also er hat natürlich nur ein I. Den würde ich da nicht hinschicken. Sie hat auch nur ein I. Das ist natürlich doof, ne? Er hat zwei. I2, sie hat. Mann! Sie hat I1. Die hat ganz schlechte Attribute. Aber die hat dafür, dass das P ganz schön voll. Er hat 2. Sie hat auch 2. Er hat 1. Oh, Alter, wir haben ganz schlechte Leute für I, oder? Also ist mir so aufgefallen, ey. 2, okay, geht ja noch. Hier einen Stufenaufstieg. Und I hat ja nur 1. Alter, voll schlecht, ey. Hier ist auch nur 1. Hier ist auch nur 1. Die Leute sind alle arm dran. Die haben keine Intelligenz, die sind alle doof. Hat denn jemand Glück? Ich darf das nicht so laut sagen. Hat sie. Sie hat auch noch nicht mal ein I. Sie hat auch nur 2 L. Hat sie denn irgendwas? Die hat doch ein E, ne? Die hat E am meisten, aber hat 2 L. Weil wenn die rausgeht, dann werde ich ihr die förmliche Kleidung anziehen. Sie ist ja auch eine Frau, die hat auch da so eine Kleidung her, so eine förmliche Robe.
Republik, da gibt es Charakter. Ja gut, Charakter kann man gebrauchen für, wenn man schwanger werden will zum Beispiel. Oder wenn man halt einen Radiosender hat, um Leute anzulocken. Dann kann man Charakter gebrauchen. Aber okay. Ja, damit geht die raus. Damit kann die Leute betören und hat vielleicht noch ein bisschen Glück, dass wir was Ordentliches kriegen. Hat drei. Okay, ich muss mal eben kurz raus hier. Essen sammeln. Ganz wichtig, immer Essen sammeln, sonst haben wir nichts zu essen. So, ich gucke jetzt noch ein letztes Mal zu unserer Tante. Dann mache ich wieder Aufnahmepause. Und dann gucke ich nach ungefähr. Dann gucke ich morgen früh nochmal wieder ein, wenn ich aufstehe. Und dann mache ich dann auch gleich eine Folge so fertig. Also wie gesagt, ich mache jetzt immer jeden Tag eine Folge ab morgen, beziehungsweise ihr habt das dann wahrscheinlich schon gesehen. Ja, also wie gesagt, Dienstag ging es ja schon los. Und wenn diese Folge online kommt, dann ist wahrscheinlich schon Samstag. Dann habt ihr wahrscheinlich schon 5 Folgen geguckt. Ja, also. So. Die hat jetzt schon 8 Kronkorken wieder gefunden. Die lassen wir jetzt auch schön da draußen. Vielleicht findet ihr noch irgendwas. Vielleicht sammeln die noch irgendwie Geld oder sowas. Weil wenn die stirbt, es könnte... Opa. Die verteilen sich sowieso gleich nach oben. Dann brauche ich da nicht mehr gucken. Die haben 3 Stück natürlich gleich, ne? Yo, vielleicht doch die... Ja, guck mal an hier. Da, gleich 2. Die gehen dann da rein und da ist dann alles zu. Und dann ist hier wieder... Dann gehen die hier bei. Das ist der einzige Raum. Das sind die einzigen beiden Räume, die noch keine Waffen haben, ne? So. Ist jetzt egal. Die haben schon wieder keine. Er hat einen Stufenaufstieg. Stufe 7. Ja, was macht ihr denn? Mach doch mal was. Ja, also geht doch. Die Schwangere hat sich schon wieder verkrochen. Der geht's nicht so gut, wa? Theoretisch würde ich sie gerne ins Ödland schicken. Und jetzt fragt mich jemand, ob ich F1 spielen möchte. Ja, das heißt natürlich, ich werde jetzt mal die Aufnahme beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach eine kleine Bewertung da. Und wie gesagt, ich kann auf Kommentare erst eingehen, weil ich ja jetzt immer alle paar Stunden ein paar Aufnahmen mache. Aber dafür gibt es aber auch jeden Tag eine Folge. Immer um 14 Uhr, habe ich mir so überlegt. Ja, vielleicht variiert das auch mal. Also da muss ich halt mal gucken. Und auf Kommentare kann ich dann nur eingehen, so ein paar Tage später. Ab morgen geht's ja los, also jetzt heute ist Montag, ab morgen geht's ja los mit dem Let's Play und dann gucke ich mal, was da in den Kommentaren steht und dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Ne, in dem Sinne würde ich sagen, ich speichere schon mal, ganz wichtig, immer speichern, sonst ist es vorbei. Sonst geht hier gar nichts mehr. Und wir sehen uns. Bis dann und ciao.